Wasser, Leute, hier ist wieder Draglandis mit Let's Play Assassin's Creed 3. Im letzten Part sind wir mit Haven unterwegs gewesen, ich glaube jedenfalls, das war im letzten Part, und haben uns dann hier in Sequenz 10, die gerade begonnen hat, bei Achilles entschuldigt. Und ich würde mal sagen, na, so, weg mit der Jagdkarte, dass wir zur Hinkebein gehen, denn wir haben immerhin 6 Klunker für ihn und können dadurch die nächste Mission freischalten, dass ich das nochmal mache. Und ich will auf jeden Fall alle Hinkebein-Klunker und Hinkebein-Missionen machen und zeigen, auf jeden Fall. Aber ich weiß halt nicht, wie sich das Ganze ausgehen wird in meiner letztendlichen Zeit und... Ach so. Für einen Moment dachte ich, das wäre Achilles, aber das ist Achilles, nur dass es 2 von ihm sind. Was? Hä? Hä? Und der eine stützt sich auf einem nicht existenten Stock. Na los, ich gehe Achilles jagen. Leute. Ich muss mal gerade eben das HUD kurz ausschalten. Das ist thumbnail-trächtig. Tut mir leid, wenn das jetzt gerade ein bisschen dauert, weil ich nicht weiß, wo... Hier. Ach, da sind die Optionen, ja. So, okay, machen wir das gerade nochmal, weil das ist ein einmaliges Erlebnis. Aus. Ne? Den Radar habe ich nicht. Doch. Den Radar habe ich offenbar noch. Ne, die Geldanzeige. Haben wir ein gutes Bild mit denen? So ungefähr. Fair. Sagt er mir gerade was? Oder wie soll ich das verstehen? Dann können wir ja einen auf den hier machen. Ach ja, die beiden Achilles. Ach ja, ist das schön. Oder er hat einen Zwillingsbruder, der gerade zu Besuch ist. Was sind das für Grabsteine? Hä? Gucken wir mal. Davenport? Warte mal. Miss Eregrail Davenport. Und Connor Davenport. Wenn einer dieser beiden Achilles da drüben Davenport mit Nachnamen heißt, dann liegt hier seine Familie, die ziemlich am Anfang von Assassin's Creed 3 um 1755 gestorben sind. Dann ist Connor für ihn ja wie ein Sohn, wenn er ihn nach seinen benannt hat. Wenn das seiner ist. Oh! Das ist gut. Das ist gut. Okay, das wird ein geiles. Ja, sie drehen sich ja zu mir um. So geil. So geil. Und keiner stützt sich auf einen existenten Stock. Okay, jetzt machen wir das hat wieder an und haben mal ein bisschen nichts gemacht. Einfach mal nichts gemacht. Nur ein bisschen was bewundert. Alles an. Bis auf... Steuerung, Waffenwerkzeuge, Updates, ASS, ja, muss ich ja alles im Prinzip haben jetzt. Naja, gut, dann ist alles wieder an. Na, und euch geht's gut? Ja, denen geht's gut. Denen geht's gut. Ganz offenbar. Alter, einfach mal 2 Achilles. Ich weiß nicht, ob man dem was sagen hört. Der eine winkt, der andere nicht. Ah, Mann. Vielleicht nehme ich auch das Thumbnail jetzt, was ich gerade hatte. Egal. Wir bewegen uns mal weg von den Achilles und hören uns mal Hinkebeins Geschichte an. Und gucken, ob Achilles nach dieser Cutscene immer noch 2-mal da ist. Und ansonsten verlassen wir die Gegend hier und widmen uns der nächsten Missionsmarkierung. Denn das ist das, was ich in dieser Aufnahmesession vorrangig tun will. Hauptmissionen. Genau. Ich habe mich jetzt bloß ein bisschen ablenken lassen von der Tatsache, dass Achilles plötzlich einen, naja, totalen Doppelgänger hat. Alter, hat jemand von euch diesen Bug gehabt? Teilt eure Erfahrungen, ich bin interessiert. So, Hinkebein. Hast du was? Zeig mal her, Captain. Gefällt mir, gut für dich. Würd sagen, du hast dir einen Brief verdient. Den Rest hole ich mir später. Okay, so viel war das jetzt nicht. Okay. Nee, ich guck gar nicht, ob Achilles doppelt da ist. Wir haben ihn jetzt schon oft genug gesehen.
Ich würde mal sagen, wir reisen direkt dorthin, wo die Mission sein soll. Wo soll sie denn sein? Hier haben wir jetzt. Das ist der Schatz von Dead Chest Land. Chest Island. Dead Chest Island. Der, den ich jetzt freigeschaltet habe. Wir kümmern uns später darum. Ich will nur gerade gucken, wo ich dafür hin muss. Ich kann nicht mal sehen, wo ich hin muss für die. Ah. Mann. 14 brauchen wir insgesamt. Okay, dann würde ich mal sagen, gucken wir mal, ob es das ganze Land ist und reisen einfach hier so lang. Ganz Land. So. Reisen da gerade mal hin, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Weil wie gesagt, ich würde das normalerweise nicht machen, aber dieses Let's Play, ich will natürlich auch ein bisschen was schaffen und nicht nur rumdaddeln. Und ich will mir bis zu Part 90 Zeit lassen. Das bedeutet von jetzt an noch 30 Parts. In der Zeit will ich es schaffen. Und wenn ich vorher mit der Hauptstory fertig sein sollte, dann ist das kein Problem. Dann mache ich den Rest an Optionalen bis Part 90 einfach danach. Und verabschiede mich dann in Part 90 komplett. Sag mal, wo will der überhaupt hin mit der Missionsmarkierung? Ach, der ist ja gar nicht zum Grenzland gereist. So, gerissen. Nee, gerissen 2. So, ist ungewöhnlich. Und dann geht's zu einem Ladebildschirm, um dann zum nächsten Ladebildschirm zu schalten. Und hä? Wieso nimmt er das... Ah, ich wollte schon sagen, wieso nimmt er das nicht an, dass ich reise? Naja, hat er ja jetzt. Und dann muss man zum nächsten Ladebildschirm und dann kommt man erst weiter. Mit dem Schiff spart man sich die ganze Chose und reist direkt dorthin, wo man hin will. Allerdings, wie wir gemerkt haben, zeigt er uns so nicht mal an, wo die Mission ist. Mit anderen Worten, wir reisen ins Nichts und bestenfalls sogar noch ins falsche Nichts. Ich vermute ja New York, weil das halt die neue Gegend ist. Aber es könnte auch das Grenzland sein oder Boston kann man auch nicht ausschließen. Ach, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Benjamin Church ist ja tot. Und wer bleibt jetzt noch übrig? Lee und Haven. Was ist das für ein interaktives Gespräch? Das muss bei Washington sein. Das ist wahrscheinlich wieder dieser Franzose. Machen wir noch später. New York, Tatsache. 4 Ladebildschirme in dieser Folge. Mann, 5 eigentlich schon. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts sagen. Das ist ein bisschen... ein bisschen suboptimal. Also, ich meine jetzt, es gab diese Ladebildschirme in jedem Assassin's Creed und es war nie anders. Aber die Schnellreisefunktion, dass sie mich nicht in dieses Gebiet trägt, wohin ich schnell reisen will, sondern bloß davor, damit ich gleich 2 Ladebildschirme hintereinander habe, das ist ein bisschen grenzwertig. Das ist es, was ich meine. Da habe ich keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ging da gerade mein Handy los? Nee, weg damit. Ja. So, haben wir das gelöst, das Problem. Ich dachte, ich hätte gerade wieder Handy-Störgeräusche gehört. Ich kann mich irren, aber wer weiß. Ah, ich muss übrigens Part 55 ändern, sonst habe ich morgen nichts mehr zum Hochladen. Arg, 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 arg. Vielleicht schaffe ich das sogar heute noch, wer weiß. Ich schnapp mir mal ein Pferd. Yes! Und dann gucken wir mal. Benedict Arnold mache ich auch noch. Die Force mache ich auch noch. Ich will noch den New Yorker und den Bostoner Untergrund besuchen. Und, ja, noch einer. Ich will jetzt was schaffen, weil ich habe mich so lange mit Achilles aufgehalten. Beziehungsweise, na gut, jetzt wisst ihr immer noch nicht, welchen Achilles. Halt mit beiden. Und wir haben schon 10 Minuten fast und ich habe noch gar nichts gemacht, außer hier hinzulaufen. Zu teleportieren. Da will ich es wenigstens mal schaffen, jetzt noch eine Mission anzunehmen und die ansatzweise anzuschneiden, damit wir im nächsten Part wissen, was wir tun. Tumult anzetteln. Ja. Hilfreich. Sehr hilfreich. So. Ich höre ja so gut wie gar nichts. Mein Ton ist so leise wie noch nie. Ich nehme den Aussichtsturm hier noch mit. Das ist, glaube ich, sogar der am Markt, wo ich hin wollte, bevor die Thomas Hickey-Mission kam. Ihr wisst schon, die Verfolgungsmission, wo ich so meinen Bösen hatte, weil mir das Ganze nicht so gepasst hat. Ei. Ei, ei. So. Nein, du bleibst oben. Wie machen wir das? So. Passt. Gut. Einfach springen, wenn man so nicht weiterkommt. Ups. Und synchronisieren.
Ich frage mich übrigens, welches Spiel ich eher fertig haben werde. Die Antwort ist wahrscheinlich schon gegeben, weil ich mit dem einen später anfange hochzuladen. Ultimate Ninja Storm... Nein. Ja doch, Ultimate Ninja Storm 2, das Re-Let's Play oder Assassin's Creed 3? Ich fange von diesem Zeitpunkt an, heute kommt das Dark Souls Finale, 17.01. Und morgen fange ich mit dem Hochladen von Ultimate Ninja Storm 2 an, beziehungsweise habe ich schon vorbereitet. Aber fange mit dem Veröffentlichen an. Wo steckt der das Teil denn jetzt hin? Du solltest es schon in die Truhe, also ins Schloss stecken, so bringt das gar nichts, Connor. Offenbar doch. Gut. Dann erhalten wir Plan für edle Klingen, Glasfenster, Wolfsanfänger, Anhänger, Brot, edle Schuhe, Laternen, Wasserfass, Bergmann, Werkzeug, Hautcreme, Klerasil und 750 Pfund. So, haben wir das abgehakt. Was wollte ich sagen? Nicht lügen. Warum ist New York abgesperrt? Zur einen Seite kann man rein. Aber hier offenbar nicht. Ein anderer Stadtteil von New York, hä? Gucken wir mal. Von der Karte her wird es da auch noch weitergehen. Aber nicht sehr viel. Hey! Oh Mann. Ich muss bestimmt anonym sein, um die Mission annehmen zu können. Ah, das wird diesen Part eh nichts mehr. Ah. Ich habe auch vergessen... Hey, flieg nicht, meine Dame. Na? Nee. Sehr suspekt. Was gibt es zu sagen? Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen was zu Assassin's Creed 3 ansprechen. Nämlich, ich weiß nicht, ob das daran liegt, ob die PC-Version damit besser zurechtkommt. Aber dieses Aufploppen der Leute ist irgendwie ein bisschen extrem hier. Ah, hey, Fim. Wechselnde Methoden. Nehmen wir die mal an. Wir müssen wissen, was die Loyalisten planen, wenn wir dem ein Ende setzen wollen. Ich hab's versucht, aber den Soldaten selbst sagt man nichts mehr, nur dass sie auf Befehle warten sollen. Dann such weiter. Komm zu mir, wenn du was Brauchbares hast. Ach, wir sind dem Sieg so nah. Ein paar wohlplatzierte Angriffe und dieser Krieg und die Herrschaft der Krone sind zu Ende. Was schlägst du vor? Nun, momentan nichts, weil wir völlig im Dunkeln sitzen. Ich dachte, die Templer hätten überall Augen und Ohren. Oh, hatten wir. Bis sie anfingen, sie uns abzuschneiden. Dein Kontakt sprach von Befehlen von oben. Das sagt uns doch, was wir zu tun haben. Den Commander der Loyalisten suchen. So, aber das machen wir dann erst im nächsten Part von Let's Play Assassin's Creed 3. Für Part 61 reicht das. Tut mir leid, dass nicht viel passiert ist. Dafür geht's im nächsten Part weiter. Also bis morgen. Tschüss.